Du machst pflanzheitliche Ernährung. Klingt nach ganzheitlich und nach Pflanzen. Genau. Wie ist das irgendwie, was kann man sich aber konkret darunter vorstellen unter pflanzheitlicher Ernährung? Das geht eigentlich darum, jetzt im Moment haben wir ja so eine vegane Bewegung und ich habe jetzt festgestellt, dass viele Menschen, die anfangen, sich pflanzlich zu ernähren, sehr häufig so wie einseitig essen. Also das heisst, du hast dann sehr viel Kohlenhydrat, vielleicht auch sehr viel Gemüse, je nach Menschtyp. Und dann fehlen eigentlich die ganz wichtigen Komponenten. Mhm. Und zwar geht es hier eigentlich um die Eiweiß oder Protein. Das sind eigentlich das Gleiche, einfach zwei Wörter. Und die Öl, die hochwertigen Öl oder auch Fett. Das sind auch eigentlich zwei Wörter für das Gleiche, die gleiche Lebensmittelart. Mhm. Und darum eigentlich ganzheitlich, dass es quasi jedes Gericht oder jedes Mitessen eigentlich wie ausbalanciert ist von den Mengen, von den Zutaten, dass es wie eine, ja, für die Versorgung des Menschen eigentlich voll da ist eigentlich und nichts fehlt. Mhm. Also das heisst, wenn ich mich pflanzheitlich ernähre, habe ich in jedem Gericht eigentlich alles, was ich brauche? Ja. Vor allem eben mit dem Kohlenhydrat, Eiweiß, Öl. Mhm. Balance. Sehr Balance. Genau, das ist so mein Anspruch, dass es immer ganzheitlich wird. Und was ist jetzt deine Ambition, also hier tätig, aktiv zu werden mit dem, mit dieser Art von Kochen? Mit der, ich habe gemerkt, es ist die Ernährung mit Pflanzen funktioniert sehr gut. Also man kann eigentlich wirklich ganz einfachen Weg sich so ernähren mit Pflanzen. Und es gibt immer noch die Missverständnisse, dass das nicht geht. Oder man hat immer noch sehr viele tiefsitzende Überzeugungen, dass man eigentlich wie Fleisch oder Milchprodukte brauchen. Mhm. Und das stimmt eben gar nicht. Und ich habe gemerkt, eben in meinem eigenen Umstellung, ich habe früher sehr viel Käse gegessen, dass mir eigentlich wie viel besser geht. Ich fühle mich viel besser und auch emotionell ausgeglichener. Und für die Landwirtschaft ist es ja auch ein sehr grosses Thema. Also was tut der Bauer eigentlich anbauen? Und dort merke ich auch, dass es eigentlich eine pflanzheitliche Landwirtschaft durchaus auch ganz grosse Vorteile bringt. Das heisst im Prinzip, dass jetzt viele Bauern in unserer Region sehr viel Milchprodukte oder Fleisch, Lebensmittel und vielleicht noch Getreide. Und es gibt eben ganz viel Hülsenfrucht, es gibt Hanf, den man kann gut essen kann, sowohl die Nüsse wie auch die Blätter. Und die Pflanzen sind eigentlich weitestgehend unbekannt, hat aber dann sehr grosse Vorteile für den Bauern in seinem Gesamtlandwirtschaftskonzept. Das heisst, dein Plädoyer wäre sozusagen auch die Bauern in eine pflanzheitliche Anbauweise zu integrieren, um auch, sagen wir mal, nicht nur Mais für irgendwie für Tierernährung, zu produzieren, sondern auch zu schauen, okay, wie kann ich direkt für die menschliche Ernährung eigentlich wieder mehr. Landwirtschaft ist recht komplex. Ich tue das eigentlich eher so am Rand so mitverfolgen und mich beteiligen. Vor allem, also ich bin eigentlich wieder mehr der Koch und der, der dann die Lebensmittel vom Bauer so wie veredelt und für den Menschen verfügbar macht. Und ich bin einfach sehr interessiert, dass die Bauern eben auch die Lebensmittel anbauen, die für uns gesund sind. Und es ist spannend, zum Beispiel gerade die zwei Pflanzen, Hanf und Süßlupine, die sind sehr passend in einem Gericht. Also in einem Teller, die beiden kombiniert, schmeckt sehr fein und passt also gerade die Konsistenz und alles sehr gut zusammen. Und gleichzeitig auch auf der Landwirtschaftsseite ist es also so, dass eine Hülsenfrucht, was eine Süßlupine auch ist, bringt Stickstoff im Boden und Hanf braucht eigentlich Stickstoff als Düngemittel. Mhm. Also da kann man eigentlich so wie eine Abwechslung
Und so Sachen finde ich sehr spannend, die Ansätze. Mhm.